Naja, schwach auf der Brust, sag ich mal. Aber was sollen wir machen? Wir brauchen auch Angriffskraft. Und die haben wir jetzt. Dann gehen wir zurück zur Höhle und versuchen unser Bestes. Also ich werde jetzt auch nicht schneiden, Leute, ne? Also nur mal so zur Info. Da ich Game Over gekommen bin, muss ich den ganzen Weg laufen. Und ich kann nicht speeden. Das dauert also noch länger. Wenn die Kämpfe lange dauern, kostet das Zeit. Versuche natürlich jetzt schnell die ganzen Monster zu besiegen. Der Weg ist ja nicht allzu weit gewesen von der Stadt aus. Sind wir jetzt eigentlich komplett geheilt? Ja. Alles klärchen. Das heißt, wir haben hier genug Heilung. Oh, ein neuer Gegner. Aber den sollten wir schnellstmöglich besiegen. Tötet der mir erstmal voll in den Ohren, ey. Ich glaub das nicht. Das tut doch weh. Immer noch kein Level up. Oh Mann, ja komm, ich will weiter. Ich habe nicht viel Zeit. Das ist gerade so nervig. Kann man sprinten? Wäre schön. Ja, vielleicht hier so über den Rasen abkürzen. Was kann ich noch? Solche Gegner. Okay, Instant Down, sehr gut. Instant Down. Naja, sieht nicht aus wie ein Eisenhammer. Wundervoll. Dann haben wir schon mal die Höhle. Und dann sollten wir eigentlich auch bis zum Ende jetzt kommen. Wir haben ja eigentlich alles schon geschafft. So, keine Zeit verlieren. Den Weg zum nächsten. Ne, wir kämpfen lieber, weil wir die Erfahrungspunkte gut gebrauchen können. Was? Die schlagen zuerst zu? Nein! Das ist natürlich jetzt doof. Jawohl, Crit, das ist sehr nice. Das werden wir noch sehen. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Ja, das ist der einzige Nachteil daran. Wenn man den ganzen Weg laufen muss. Aber so ist das halt, ne? Da ist man einmal zu langsam und dann geschieht das, was nicht geschehen soll, dass die Gruppe down geht. Toll, jetzt haben wir nicht getroffen. Zack, zack, zack. Also mit den zwei neuen Waffen geht es ordentlich schneller. Ordentlich. Nochmal den Klang des Wassers hören. Als er wirklich einer da sitzt und ploppt. So hört sich das an. Ach komm schon. Ernsthaft, lasst uns doch in Ruhe.
Zack. Du bist jetzt auch noch dran. Stufe 6. Sehr geil. Das heißt, neue Talente kann ich verteilen. Verbessern sich außer Ausdauer. Und Drohne erlernt 19 mit die Hintertür. Und 3 Punkte kriegen wir. Sehr nice. Dann können wir ja direkt alles da reinkloppen. Schwerttalent. Drohne Angriffskraft erhöht sich um 5, wenn ihr ein Schwert ausgerüstet. Ja, sauber. Ach, jetzt erst. Also verbessern sich außer Weisheit 4 Talentpunkte. Dann haben wir 2 da rein und 2 da rein. Ja. Humanität erhöht sich. Er wird sanftmütig. Er lernt Pfiff. Ah, okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Wenn ich jetzt ein Schwert ausgerüstet habe. Angriff 33. Was hatte ich denn vorher? Irgendwas mit unter 30, ne? War das doch? Ah, ich verstehe. Wir wären stärker. Wir wären stärker. Kann ich mal so verkehrt hier die ganzen Monster mitzunehmen. Aber wenn wir mal zweites angreifen, kostet es uns Zeit. Oder wenn wir tanzen. Wie sah das denn bitte schön aus? Ich mag euch nicht. Ihr seid doof. Hau die um. Genau so. Schlitz sie auf, hau die um. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, erledigt sie. Die sind echt nervig. Die sind echt nervig. So, dann müssen wir gleich nach rechts rein hier in den Gang. Und bevor wir dann am Ende sind, sollten wir uns nochmal komplett heilen. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Ich habe das Gefühl, dass da immer ein starker Gegner ist. Sobald wir irgendwie was haben wollen. Das war ja bis jetzt immer so ein Drag West. Ja gut, nicht immer, aber ich vermute, dass hier irgendwas lauert. Irgendwas, was bewacht wird. Das ist ja ganz typisch in Rollenspielen. Wie sieht es mit Heilung aus? Ah, es geht noch. Haben wir jetzt keine Gegner bekommen, die jetzt einfach mal so knapp 10 Schaden verursachen. In 2 Runden. Dann geht das eigentlich noch. So, hier lang. Ah, schon wieder Stiefelhopser. Die sind auch verdammt stark, finde ich. Ja, 6 Schaden verursachen die. Hier 4. Oh, die sind nicht ohne. Ah, ich sollte vielleicht doch gleich mal heilen. Wäre sinnvoller. Aber mit den Heilkräutern. So. Jetzt haben wir schon 19 MP. Das Problem ist, das füllt sich nicht automatisch auf. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich schade. Weil so könnten wir jetzt noch zweimal heilen. Aber nein. Das Spiel lässt es nicht zu. Okay, 3 Schaden. Geh down. So sehe ich das doch. Immer schön alle down machen mit einem Schlag. So, wenn jetzt nichts passiert,
sollte es gewesen sein. Ja, natürlich. Ja, okay. Die gehen ja eigentlich. Die müssen einfach nur normal angreifen. Ah, du sollst keinen Fauch einsetzen. Das tut weh. Nein. Ja, du hast keine MP mehr. Dumm Dödel. Tja, nimm keinen Schaden. Du wurdest ausgelöscht. Und du bist der Nächste. So, was wär, wenn es fertig wird, Feuergeist? Du hast mich nicht getroffen. So, kommt noch jemand? Ich hoffe mal nicht. Das sieht ja schon geil aus. Es sah kürzer aus, als es ist. Ja, Alter, ist das lang. Da ist ein Punkt im Wasserfall. Ich sehe da irgendwas. Ist das vielleicht die Kristallkugel, die wir brauchen? Eventuell. Eventuell. V. So, erledige ihn. Na komm schon. Sehr schön. Nochmal gerollt. So, war's das jetzt mit den Monstern oder kommt da noch was auf mich zu? Ah, sehr schön. Das sieht mir danach aus. Eine Kristallkugel schwebt in der Luft. Nach ihr greifen und sie nehmen? Ja. Oh, was passiert? Surprise! Surprise! Meet Giza. I am the master of this waterfall. Oh, how long is she been? How many people have gone and come? 10 long years and more. I've waited 10 years, I tell you. All the time hoping for the left one. I mean, the right one to come. But enough with the introductions. Now, for the Drument of Moose. Does this Bristol call, crystal ball belong to you? At last. At last we fit mace to mace. You half-wit human. Now I'll teach you a moron. Oh, I mean a lesson you won't forget. Ja, ich kein Problem. Oh, sorry. Alles kein Problem. Geysir, was willst du von uns? Wir werden erstmal Konzentration und angreifen. Bam, Alter. Ich glaube, der wirkt ein verfluchter Nebel. Verpufft. Irgendwas ist verflucht. Aber natürlich. So, wir machen nochmal einmal Konzentration. Bitte was? 20 Schadenspunkte. Das tut weh. Kann sich nicht bewegen. Oh nein. Sag mir nicht, das war's jetzt schon. Gepäck. Heilkraut benutzen. Drohne. Konzentriert sich, geht auf normal. Oh, gut. Boah, Alter, mit einem Schlag 17, 20 Punkte. Ist der heftig. Du kämpfst und
du... Oh nein, wenn er jetzt noch Youngos einmal trifft, ne? Zauber, Heilung. Youngos. Youngos angreifen. Vielleicht hätte ich verteidigen sollen. Er wird wieder verflucht. Aber immerhin, Heilung kam durch. Konzentration. Konzentration. Knister. Ah, das tut auch schon weh. Ich glaube, ich mache lieber nur 5. Wir greifen an. Hoffen auf das Beste. Ich es mir dachte. Zauber, Heilung und Konzentration. Verflucht schon wieder. Ah, okay. Dann ist es auch nicht befallen. Konzentration, Youngos. Wenn du jetzt gleich ein Crit raushaust, das wäre echt nice. Wow. Das war krass. Und angreifen. Nein! Was? Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder, Gazir? Greif doch dann den an, der LP voll hat. Natürlich, jetzt ist er besiegt. Immerhin. Schade. Gazir ist besiegt. Ja, erreicht Stufe 7 und Ohn liegt im Dreck. Na schön, danke auch. Verbessert sich. 4 Talentpunkte. Ja. Ein Stärkesamen, okay. Oh, Wappalm, Wappalm. Oh, my old wound. Ever since I got this, I've not been right quite. And it's all because of you. What? You don't know what I'm talking about? Then you're not the true owner of this crystal ball. No, the shame, the shame. So strong, strong enough to withstand my fearsome might. You are no fortune feller. Wait, could you be? The waterfall rears many humors, you know. I hear that a castle called Trodane has been cursed. That it was run over, overrun by thorns. And that he set off on a journey, leading a course and heart with a lone driver. I thought that was you. I don't know what you want with this crystal ball, but it's yours now. I accept the hands.
Or is it defeat? One last thing. Should you meet the true owner of this crystal ball, tell him this from me. Don't throw things in the four water. So, where thee fell? Oh, the pain, the pain, the pain of my own. Okay, ich stehe jetzt wieder. Cool. Ach du Jimmie, ey. Ausgerechnet, der Runder muss den Löffel abgeben. Aber gut, wir können die Hintertür setzen. Haben wir ja zum Glück gelernt. Der wahre Besitzer. Das kann ja nur Kaldarasha sein. Das heißt, er hat seine Kugel weggeworfen. Es war doch ein Schild da, Kaldarasha. Nichts in den Wasserfall hineinwerfen. Das hat er wohl ignoriert. Gut, Magie. Naja, das war falsch. Gepäck. Benutzen. So, wir werden jetzt erstmal zurückschweben. Und wir bringen erst beim nächsten Mal die Kristallkugel zurück. Wir werden jetzt erstmal wieder zur Kirche gehen. Und ja. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Da bringen wir die Kristallkugel zu Kaldarasha. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, es hat ziemlich lange gedauert. Ich hätte es eigentlich Ich hätte gerne mehr in der Aufnahme geschehen. Haben können, wie auch immer. Ja gut, Leute, das war's mit Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dahin.